In der folgenden Grafik möchte ich euch mal eine Zusammenfassung geben zum Thema Jugendarbeitslosigkeit in der Eurozone. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass mich persönlich diese Zahlen schockiert haben, dass es in Europa möglich ist, dass junge Menschen ja es wirklich so schwer haben, trotz teilweise sehr, sehr guter Ausbildung eine Arbeit zu finden. Wenn wir uns hier diesen Bereich anschauen, dann sehen wir einmal so eine grünen, ja ich sag mal so eine Art, so eine Tränenform, bloß halt umgedreht, einmal so eine grünen Bereiche, dann gelb, dann orange und dann rot. Die grünen Bereiche, das sind die Statistiken, also die Länder in der Eurozone, denen es noch relativ gut geht. Ich kann dir mal die drei Beispiele zeigen. Das ist einmal Deutschland, hier sehen wir Arbeitslosigkeit der Jugendlichen unter 25 bei 8,5%. Hier darunter ist übrigens die gesamte Arbeitslosigkeit, wobei man dazu natürlich noch sagen muss, wenn man sich mal die richtige Statistik anschaut, dann kann man auch ganz ehrlich sagen, also das ist nicht eigentlich das, was die Realität wiedergibt. Trotz allem immer noch bedeutend besser als das, was ich gleich noch präsentieren werde. Hier Niederlande mit einer offiziellen, wie gesagt, Betonung offiziell hier bei den unter 25-Jährigen bei 7,6% und hier in Österreich bei den unter 25-Jährigen bei 8,3%. Also das sind hier so die drei Top-Länder der Eurozone. Nun kann man natürlich sagen, okay, so Zahlen von 8%, das ist nicht gerade so berauschend, denn das ist ja, heißt ja ungefähr, dass von 100 Leuten knapp 10 Leute, jetzt mal aufgerundet, keine Arbeit haben. Also berauschend ist das eigentlich nicht. Doch wenn man sich jetzt mal die Allerschlimmsten anschaut, das heißt die, ja, die Länder, die wirklich ganz hinten anstehen, wenn es um das Thema Jugendarbeitslosigkeit geht, dann fällt man wirklich aus den Socken. Also das ist wirklich atemberaubend. Also hier sehen wir als erstes Spanien, hier offiziell bei 46,4%. Man kann doch hier immer davon ausgehen, dass die reale Arbeitslosigkeit noch viel, viel höher ist. Denn wie gesagt, wir wissen alle, dass die Statistiken oft auch von der Politik ein bisschen schön gewaschen werden. Und natürlich möchte ich gar nicht wissen von diesen gut 50%, wie viele davon trotz Arbeit noch trotzdem Geld vom Staat beanspruchen müssen. Also das sind hier, wie gesagt, im Moment sehr, sehr ja, Zahlen, die man ganz vorsichtig betrachten muss, weil sie in der Realität, wie in Deutschland eben auch, immer weitaus schlechter aussehen. Ja, nicht nur Spanien, auch Griechenland mittlerweile bei über 32%. Dann Slowakei wusste ich auch noch nicht, auch dramatisch. Also auch dort von 100 Jugendlichen haben ungefähr 34% keine Arbeit. Hier eine Zahl von Litauen, 35%. Und hier eine Zahl von Lettland, also auch hier ungefähr 35%. Also wirklich. Ja, ich persönlich, wie gesagt, ich fand es erschreckend, dass es schon so dramatisch ist in der Eurozone. Und ich gehe davon aus, durch die Schuldenkrise, durch die Systemkrise, Finanzkrise, es gibt ja gleich mehrere Krisen, die wir haben, und natürlich auch durch die Globalisierung, sprich immer günstige Arbeitnehmer im Ausland, China zum Beispiel oder Indien, dass auch hier ja, sich das noch dramatisieren wird, weil ich auch hier nicht davon ausgehe, dass in der mittelfristig sich der Wettbewerb in der Eurozone doll steigern wird. Also es bleibt sehr, sehr spannend, zugleich auch sehr, sehr traurig und auf jeden Fall sehr, sehr interessant, sich mal mit dieser Materie zu beschäftigen, weil mir auch so eigentlich in den Mainstream-Medien konnte ich bisher zumindest noch nie dort eine Berichterstattung drüber finden, die wirklich auch so ehrlich und umfassend auch dieses Thema anspricht. Diese Grafik im Übrigen, wenn Sie diese Grafik sich anschauen möchten, bekommen Sie unter der Webseite www.ft,
also Friedrich Theodor Dora.de. Da können Sie auch noch weiter sich zu diesem Thema belesen, wenn Sie es wünschen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ciao, ciao. Ihr Matthias.